Simon und Jens. Oh, hallo, ich bin's auch nur, euer freundlicher Captain Badbeard. Willkommen zurück im Weltraum. Und mein geschätzter erster Mat, Budbot, wo bist du? Ich bin Budbot. Budbot? Ich bin auf meinem Schiff. Budbot-Einheit, Statusbericht. Und funk mich mal bitte an, ich möchte in deine Party. Willkommen zurück in Starborn, Freunde. Es ist ja so gewesen, es gab den ersten Beta-Vibe, ist ja noch eine sehr frühe Beta. Aber der Jens und ich, wir waren fleißig, wir hatten noch ein paar Folgen in der Hinterhand und haben uns kurzerhand unseren alten Stand und noch ein bisschen mehr wieder erspielt. Das ist eigentlich auch ganz gut. Ich habe jetzt so ein hübsches Banana-Poster. Und ja, ihr seht hier, alles wieder da. Die Metal Workstation und so. Es hat sich einiges getan im Update. Ich beam mich mal rüber auf die Budboard-Mühle. Mal schauen, was der Jens da so drin hat. Das Budboard. Das Budboard, very good. Ich ziehe mal wieder meinen Star Wars, nicht, not Star Wars Helm, Entschuldigung. Copyright pending. Warte, kurz. Apropos Star Wars, ich hab den. Und ich habe übrigens ein Cape, falls euch das aufgefallen ist. Moment, also wir fangen mit was an, was man noch... Warte, wir müssen euch was zeigen. Achso, okay, du hast... Okay. Ich hab es, wir gründen jetzt eine Band. Horst, groß geschrieben. Horst, ja. Okay. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, Spiel. Nennt die Performance dazu noch. Spielt dasselbe Lied noch einmal. Na, wer erkennt's? Schreibt's in die Comments. Ah, Moment. Es ist natürlich die allseits beliebte Cantina-Musik. Die einzige Musik, die in einer Cantina spielen darf, aus Star Wars. Man kann in Star Wars, in Starbound, jetzt fange ich schon selber an zu verwechseln, siehst du mal. Mach mal weg, deine Mundharmonika. Auf dem Xylophon und, oh, ich habe Klopapier in der Hand. Nee, das ist eine Bandage. das war auf dem Knochen-Xylophon und auf einer Mundharmonika unser, war gut, oder? Ihr seht, Budbot hat ein Upgrade bekommen. Und Musikinstrumente haben wir gefunden tatsächlich. Die gibt's einfach in Kisten. Und dann könnt ihr hier, wenn ihr die auswählt, es gibt einen Ordner in eurem Starbound-Folder. Da könnt ihr sogenannte ABC, also .abc-Files wie .exe-Files, eben könnt ihr da reinladen. Das sind einfach MIDI-Noten und die können dann da abgespielt werden von euren Instrumenten. Wenn ihr möchtet, wenn ihr wissen möchtet, wo dieser Ordner ist, das posten wir nachher unter das Video in die Kommentare. Da also einfach mal nach unten gucken in die Kommentare, dann könnt ihr da nachlesen, wie ihr euch selber da eure Musik in euer Folder packt und die dann auf euren Instrumenten spielen könnt. Außerdem haben wir auch noch eine Trommel, die klingt allerdings scheiße. Pass auf, warte, ich habe die Mundharmonika, das Xylophon eigentlich auch. Mundharmonika ist perfekt für viele Songs. Ich rocke das Xylophon. Mal gucken, ob du es erkennst. Ich mache jetzt den Test, ja. Und das sind Sachen, die hatte ich noch nicht. Moment. Okay, ich flatter mal mit meinem Käse. Das ist sehr easy, pass auf. Ich spiele natürlich solo. Achtung, es ist sehr easy. Ja, mach mal. Oh, ja. Test your mind. Moment. Mortal Kombat! Exzellent. Geil, das ist großartig. So, das könnte man spielen. Ich hab noch mehr. Ja, wie gesagt, ihr habt ja eben. Jetzt reicht's. Moment. Wir machen da, wenn ihr mehr Bock darauf habt, auf so komische MIDI-Band-Musik, dann machen wir das. Sicherlich in Zukunft nochmal, aber wir haben natürlich noch ein bisschen Weltraum da draußen zu erforschen, Jens. Ich hab doch extra, warte. Der Jens hat noch was vorbereitet, das müsst ihr euch jetzt auch noch anmachen. Ich mach noch was Schwereres. Sorry. Das erkennst du bestimmt nicht. Aber ich weiß, was es ist. Na dann. Ja, das Problem mit den meisten MIDI-Songs ist, dass die halt für mehrere Instrumente irgendwo geschrieben sind. Und das da musst du genau die richtige Spur finden, damit sich das gut anhört. Da, erkennst du? Ich habe keine Ahnung. Was soll das sein? Das ist Stay Alive von den Bee Gees. Oh, wunderbar. Klar erkennt man das, Mann. Na, muss man sich aber viel Mühe geben. Ja gut, jetzt vielleicht eher. Na gut, pack mal weg. Ich will mal hier ein bisschen dein Schiff noch zeigen. Das hier unten ist ein... Jens, hör auf, Lärm zu machen. Sonst spiele ich den Kanon in D. Okay. Ja, jetzt ist gut. Sonst hau ich dich mit meiner 5... Moment mal. Die Waffen sind genervt.
Ja, die Waffen sind furchtbar genervt worden. Das, warte mal. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sollte, das Update sollte eigentlich ein, ja, es hat ja einen Charakter-Vibe mit sich gebracht. Und dann haben wir wieder eine Weile gespielt und dann haben die gemerkt, ups, wir haben doch einen Fehler gemacht und dann sollte noch ein Vibe kommen. Dann gab es einen Hotfix. Allerdings, weil die Waffen halt overpowered waren, ab Tier 2 aufwärts. Und ich hatte halt hier eine 5000 DPS, Zweihand-Banana-Axt. Und ja, das hat sich wohl geändert scheinbar. Die haben es wohl doch geschafft, die bestehenden Items wieder zurückzunerven. Ist ja auch dann etwas zu stark. Das ist schon heftig. Jetzt lass mich mal hier bitte in deine Metalwork Station gucken. Das ist echt heftig. Also, boah. Nee, die Bananex ist jetzt nicht mehr so heftig. Also, die hatte wirklich 5000 DPS, Freunde. Die UFO-Pinguine, die ihr schon das letzte Mal gesehen habt, wo ich so 1000 Mal dran gestorben bin, die habe ich mit einem Hit konnte ich die umlegen. Jedes ja, ist übrigens den nächsten Boss auch ja, dann direkt. Ja, aber tatsächlich, muss ich erwähnen, ich habe hier in dieser in Random Drop, ich habe hier diesen Hammer gefunden und der ist tatsächlich besser als das, was ich hatte. Der macht 30 DPS im Gegensatz zu meinem crafteten Upgrade-Schwert. Das macht ist schön. 20. Feiner Jens, kriegst ein Leckerli. Hier, das hier wollte ich noch zeigen. Das ist eine Raffinerie, da kann man Erz in Pixel verwandeln. Wenn ihr so wie ich immer das Problem habt, dass ihr Zeug craften wollt und nicht genug Pixel habt, weil das Einzige irgendwie immer ist, was mir fehlt scheinbar, dann könnt ihr hier einfach aus eurem Erz, aus euren Erzballen hier, Barren und so, könnt ihr dann Pixel schmelzen. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ich habe hier auch noch die Trommel, aber die klingt wie gesagt nach Mist. Wo sind wir eigentlich überhaupt? Lass mich mal... Noch was mir kurz eingefallen ist. Dieses Cape hier habe ich unter so einem Augenbaum gefunden. Es ist ominös betitelt das All-Seeing Cape. Und wenn ich jetzt die Steuerungstaste gedrückt halte, kann ich weiter gucken als normal dank des Capes. Das hat also auch noch eine Fähigkeit. Ist ja, cool. Ja, ist lustig. Wir sind im Gamma-Sektor, oder? Im Delta-Sektor. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich kann leider nicht schauen. Alpha, Beta, Gamma, Delta. Also, ich bin, also von der Progression her, ich bin im Gamma-Sektor eigentlich, aber du bist halt noch zu low. Alter, du. Also deshalb sind wir im Beta-Sektor. Ja, ich bin im Beta-Sektor. Wir sind auf Beta, Cam 65. Aber eigentlich sind wir ja nach unserer Let's Play, also nach unserer Story-Progression, sind wir ja eigentlich offiziell im Beta-Sektor noch. Also sind wir genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Nur noch ein bisschen besser ausgerüstet, was ja gut ist. Ich fliege jetzt einfach mal random irgendwo hin. Ja, flieg mal in den Beta-Sektor. Dann kann ich währenddessen übrigens erklären, Fuel kommt jetzt nicht mehr aus Holz, Freunde, sondern die erste Fuel-Quelle ist quasi jetzt Kohle. Also Holz könnt ihr nicht mehr verballern. Das macht Kohle zum wertvollsten Rohstoff im Game momentan. Das ist meine einfache Meinung, denn Kohle braucht ihr, um Fackeln zu machen, die ihr braucht. Kohle braucht ihr, um Stahl zu machen, was ihr später für Waffentiers und so braucht. Und Kohle braucht ihr jetzt eben in rauen Mengen, um einfach mal durchs Universum fliegen zu können, bevor ihr Plutonium und sowas habt. Ja, und Jens, Plutonium ist nicht sehr ergiebig, also genau, gar nicht. Genau, hat der Jens schon erzählt, ich habe sowas noch nicht gefunden, aber scheinbar ist es immer noch besser, einfach Kohle abzubauen. Lichtsprung. Mhm, ja. Ja, sieht alles gut aus. Ich habe auch übrigens was mitgebracht. Bevor du wieder permanent verreckst. Ich wollte mich hier ja heimisch machen. Ich habe doch Klopapier schon. 29 Rollen Klopapier. Hier. Du erinnerst dich an Darkstar, mit dem unser ganzes Klopapier ist vernichtet worden. Ja. Das kann uns nicht passieren. Das ist psychologische Kriegsführung. Aushungern. Oder das andere. Auf geht's. Spielst du uns eine Kampfmusik? Scheiße, ich kann mein Zelt hier nicht. Ich wollte eigentlich hier einfach mein Zelt reinhauen in deine Hütte. Kann ich leider nicht. Was ist es? Was ist ein Mond? Du bist zu einem Mond. Ja, ich erkenn's. Smoke on the Water. Wow, du bist ein toller. Du bist ein echter Musiker. Ja, nee. Smoke on the Water. So, warte mal. Ich erkläre diesen Planeten zu meinem. Verpiss dich. Hier werde ich jetzt. Das ist mein Planet. Ach übrigens, das wird dir jetzt bestimmt auffallen, während man schläft. Ich bin noch nicht fertig. Während man schläft, wird es nicht kälter. Ja, ist okay. Hier, das ist mein Camp jetzt. Bau dir dein eigenes Camp. Ich mache jetzt hier, warte mal. Das, ich auch Camp. Ja, mach doch. Mit Blackjack und Nutten. Hier gibt's Drogen und alles. Hier, Red Stimpaks, alles da. Hau ich mir direkt rein. Gummibärchen. Oh. Health Regen. So. Auf geht's. Diese Rüstung, wenn ihr euch wundert, was ich hier anhabe, das ist eine Rassenrüstung von den Affenjungs hier. Und die ist quasi die Tier 2
oder so Waffenrüstung, Rassenrüstung von denen. In welche Richtung du bist? Nach links, ne? Links, ja. Ich komme mit meiner Tasche. In welche Richtung du bist? Ich gehe mit meiner Laterne. Ah, hier ist Eisen. Moment. Ich habe so eine. Klingelt so schön in die Bauchnabel. Eisen. Eisen? Was? Ach, vergiss es. Das ist doch was anderes. Es ist mir zu kalt hier. Ich finde es scheiße. Ja, hier. Du hast recht. Das ist irgendwie scheiße. Schnell hochbeamen. Ah! Ich muss vielleicht mal. Ich bin echt überrascht. Wir könnten. Boah, halt dieser Mond ist saukalt, Junge. Was ist denn hier los? Warte mal, bevor ich auf den Mond gehe, ich habe nämlich noch hier, die haben wir uns ja letztes Mal gemacht, diese, da haben auch einige nachgefragt, was diese overpowerte Rüstung ist, das ist diese Schneeinfanterie-Rüstung, die ist allerdings doch relativ schwer zu machen, dafür müsst ihr tatsächlich echt eine Menge craften, finde ich, also wenn ihr die haben wollt. Eine Menge Leder auch sammeln eben, das ist halt das Problem, das Leder droppt relativ selten, finde ich. Weiß nicht, ob sich das... Ich bin jetzt auf meinem Schiff, ich habe... Tatsächlich. Ich habe mir jetzt gerade. Genau, ich habe mir gerade mein Schneeausrüstungszeug geholt, damit ich ein bisschen mehr überlebe. Also, wenn wir wollen, können wir da hin, wenn du möchtest. Ja, dann lass uns dann. Also, für mich war es zu kalt. Ja, nee, für mich auch. Und ich bin Roboter, das sagt ja schon einiges. Also, die haben sie extra reingepatcht, diese Rüstung. Ihr seht hier, das Sonnensymbol sagt, wie viel Wärme die halt aushält. Aber ich ziehe das mal als in meinen optischen Slot rein, damit es auch noch ordentlich aussieht. So. Also damit habe ich jetzt auf jeden Fall eine Menge mehr. Ihr seht die hier, die Rüstung an sich hat echt wenig Wärmeschutz. Es wundert mich ein bisschen, ärgert mich auch ein bisschen, dass man die Sachen nicht auf einen Blick sieht. Du kannst nicht sehen, wie viel, also müsstest jetzt echt per Hand ausrechnen, wie viel Sonne. Kommst du? Ja, du hast ja Sonnenschutz echt, das Ding hat. Du meinst so hier so eine Gesamtanzeige? Alles andere wird ja angezeigt. Ja, nur halt das nicht. So, das geht aber jetzt, das ist in Ordnung. Oh. Ich mag Monde, weil die halt relativ simpel sind. Was sind das? Spinnendings. Widerlich. Spinnendings. Ich hoffe ja wirklich, dass die vielleicht Planeten ja machen werden. Da kommt meine Frage. Mondgravitation! Ah! Ich hoffe, ja, dass die Planeten machen, auf denen keine Viecher sind, weil es ist schon etwas seltsam, dass hier im kalten Weltall noch Lebewesen sind. Richtig. Oh, klau das doch ruhig mal. Hey, Elmo, das ist Space Elmo. Der wohnt da, guck mal, die haben hier ihr Camp. Special Elmo, guck mal, die sehen auch so richtig zivilisiert aus. Du möchtest auch ein Zelt haben, jetzt kannst du dir eins mitnehmen. Die Metallkiste nehme ich mir mit. Oh, hier hat einer Expedition auf dem Mond gemacht. Offensichtlich, ja. Was haben wir denn hier? Harmonika, ich hab sie, Edge. Ich habe jetzt auch eine Mundharmonika. Oh, guck mal, Steine. Hat einer, hier geht's runter. Ja, meine ich doch. Hat einer eine Expedition gemacht. Lass doch mal reingehen hier. Das ist ja toll. Das habe ich noch nie gesehen. Wenn du nach unten gedrückt hältst, fällst du weiter durch. Ja, ne? Und dann geht's bleiben. Hier, das sind die Elmos, die haben hier eine Expedition gemacht. Oh, jetzt habe ich auch eine Fackel gesetzt. Eine Elmo. Elmo-Pedition. Ich hatte was. Das ist gut gefallen. Mach den mal tot, Mann. Nein, Jens, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, Elmo und Expedition reimt sich nicht. Elb-Position, ach komm. Du hast recht, es funktioniert nicht. Nee, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. So ein Ölfass kann man mal mitnehmen, mal schauen. Lecker Öl. Lecker, ach stimmt, ja, das ist ja deine primäre Energiequelle. Lecker Öl. Hier, wie viele Zelte haben die Jungs denn? Und Gartenstühle. Ich bin mehr der Typ Bender. Meine primäre Energiequelle ist Alkohol tatsächlich. Sowohl in echt als auch hier. Wow, der braucht tatsächlich 2 Schuss von dem Gerät. Ha! Ja. Jetzt wird's aber warm hier unten. Ach, das war noch eine Sache. Da haben sich so viele Leute drüber aufgeregt, dass das letzte Update, das haben sie jetzt wohl auch gefixt, war das Rampaging Bird Update, weil die Vögel, also wenn man die abgeschossen hat, die sind trotzdem... Oh. Die toten Vögel sind da unten gefallen und haben einen... Ja, Hirn, Elmo! ...trotzdem sterben. Weil die noch Schaden gemacht haben. Oh, ich habe meinen Bogen aus Versehen hier hingeschmissen. Aus Schreck. So. Ah, toll, Jens, weißt du? Wir können uns ja auch mal absprechen oder so. Hier geht's nicht weiter. Nimm mal die Fackel mit. Ärgert mich ein bisschen. Wir essen mal wieder eine Rolle Klopapier, oder? Nom nom nom. Also, ich habe das Gefühl, die haben nichts gemacht, außer rumzusitzen auf der Expedition. Das ist eine scheiß Expedition, aber hier gibt's es gibt jetzt übrigens auch Grappling Hooks, wenn man irgendwie herausfinden kann, wie man die craften kann. Und das Pet-System ist auch endlich eingeführt worden. Offenbar, wow. Warum sind hier unten Vögel? Das kann doch gar nicht sein. Space-Vögel. Alter, ich brenne auch nochmal.
du nennst es Vogel, weil es halt aussieht wie ein Vogel, aber das kann ja nicht, muss ja nicht zwangsläufig ein Vogel sein. Das ist ein Vogel. Du bist doch Biologe, du musst das doch wissen. Das ist ein Vogel. Ein Space-Vogel. Ein Mondvogel. Das ist ja hübsch hier. Eisen. Zwei Flares. Die habe ich noch nie ausprobiert. Der kannst du. Ich auch nicht. Lass mal. Hier geht es noch weiter. Das ist bestimmt wie, einfach wie werfbare Fackeln. Ja, kann man die. Oh. 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 Das mein ist Gott, schön. Jens. Ich denke mal, wir haben hier irgendwie eine Mondbasis, oder? Das ist ja geil. Ich würde hier am liebsten. Ich würde hier am liebsten meine Basis generell machen. Ich würde das. Ja, das ist eine Mondbasis. Das ist kein Mond. Das ist eine Mondbasis. Ah? Was ist mit diesem scheiß Vogel los? Ich sag doch, die sind super heftig. Um hier eine Basis draus zu machen, müssen wir das komplett abriegeln, dass hier keine Viecher drin spawnen, oder? Ja. Wie ist denn da das, die Mechanik? Das ist eine gute Frage, ich weiß es selbst nicht. Ich glaube, es ist echt, wenn du einen Hintergrund hast... Und die Fische hier unten, schau dir das mal an, das ist total hübsch hier. Oh, ich wollte noch was zeigen. Elmus! Der hat irgendwie... mach mal weg da. Ich wollte noch was zeigen, warte mal kurz. Schön. Ich hab nämlich noch Plant Fiber. So. Dazu muss ich kurz das hier wegmachen. Cool. Guck auch her, dass die Leute es sehen. Ich bin ja hier. Du siehst es jetzt schon, die Fische schwimmen nach oben. Guck. Die schwimmen da hinterher. Wie, du fütterst die Fische? Ja, pass auf, ich hab hier... Wie lustig. Ich will auch mal. Warte. Ja, leuchte doch mal. Ich will auch viel Plant Fiber da reinschmeißen. Ich will die auch füttern. Vor allem, jetzt habe ich alle meine Plant Fiber da reingeschmissen. Ja, du bist auch blöd. Komm, Fischi, wo sind die denn hin? Ach nee, hier unten sind die Sachen noch. Hallo, Fischis. Die sind aber neugierig. Ja, also die haben, es gibt eine richtige Next Generation Fish AI. Die ist besser als in COD. Hups, ich finde die Flares voll lustig. Flares sind cool. Hätte ich von, also, früher anfangen sollen zu benutzen. Ja? Gehen die kaputt oder? Ich glaube schon. Also die gehen nach einer Zeit, glaube ich, aus. Ach, hier sind Fackeln drin. Cool, ja, direkt was Lustiges gefunden. Ich wollte ja schon immer mal so eine Mondbasis haben. Das war eigentlich sowieso mein Plan für später mal. Können wir ja hier den Planeten uns mal merken, die Koordinaten. Ja, da ist gerade so ein Ding ausgegangen. Na klar, wer nicht, wer Star Wars gesehen hat. Oder überhaupt irgendwelche Science-Fiction-Filme. Da pupst es dich an. In den Kisten könnten Musikinstrumente drin sein. Ja, ich möchte das Mortal Kombat-Theme in allen Varianten spielen können. Alter, ja, ich lade mir das auch mal runter, also das Musiksheet und dann können wir es zusammen, ja. Dann können wir dann ich hätte gerne eine Bassgitarre, um ein geiles Bass-Solo zu machen, Get in Style. Super, Space-Solos. Mhm. So, auf dem Raumschiff drauf, in Outer Space, weißt du? Mhm. Ist da was drin? Nee, ne? Nur Müll. Ist auch ein bisschen cool. Aber wir können ja gut, also die Basis ist quasi im Nichts verlaufen, was ein bisschen schade ist. Also, wir haben die andere Seite nicht weitergeguckt. Ich hätte mir halt gewünscht, dass die mehr einen Sinn haben. Heil dich mal, du bist gleich wieder tot. Ah ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Also meistens ist ja irgendwie Tech dann dahinter, aber hier halt zum Beispiel nicht. Es muss ja nicht immer was sein, was einen belohnt, aber es wäre halt schön, wenn du so ein bisschen eine Erklärung hättest, was die eigentlich gesucht haben. Hübsch hier. Dieses Cape. Toll, ja. Hui! Das blöde Cape. Auch noch weiter. Guck ja, mal. Da gehen wir gleich, schauen wir erstmal hier. Aber ich glaube, oh doch, hier ist noch was, ja. Da ist eine Tür. Ups, da war auch eine Tür. Das war ja blöd. Verdammt. Okay, die ist riesengroß. Hier geht's echt Ewigkeit. Und hier sind Flashlights in allen Farben des Regenbogens, ja. Tausende Elmo-Variationen. Underground-Elmos. Ja, komm, schmeiß das Ding nochmal. Na, wo ist denn der Elmo jetzt? Da ist er doch. Ja, hat sich versteckt. Ist auf sein Zimmer gegangen. In die stille Ecke. Der hat dasselbe Gesicht wie der Elmo, ist nur kleiner und furzt mehr. Ich hab jetzt irgendwie 10 Taschenlampen. Eine grüne. Ah, hier geht's nicht weiter. Okay, nee. Lass mich mal die grüne ausprobieren, ich will mal schauen. Die sind halt leider wirklich grüne, das ist ein bisschen eklig. Ja. Ach du Scheiße. Ja Disco gut, machen. Wir können eine Disco-Party machen, aber das war's dann auch schon. Oh, es wäre geil, wenn du dir eine Disco-Kugel bauen könntest oder so ein Strobe-Light aus allen Farben von den Taschenlampen. Oh, Mann. Wäre ich voll dabei, dann würde ich ein Disco-Schiff machen, den ganzen Tag Bee Gees spielen.
Flashlight, das ist alles dasselbe. Wunderbar. Toll, Jens. Au, oh, guck mal. Es ist, als ob ich ein Laserschwert hätte.